Heute starten wir mit unserer Interviewreihe Perspektiven der Internetwirtschaft. Zu Gast habe ich heute Julia Fey. Sie ist Enterprise Customer Success Managerin bei der ITSEAL GmbH. Herzlich willkommen, Julia. Vielen Dank für die Einladung. Julia, bereits in deiner Vita lässt sich erahnen, wie zielstrebig, aber auch mutig du bist. Du hast es immer wieder geschafft, über dich selbst hinauszuwachsen und das ist doch wirklich hervorragend. Dementsprechend freuen wir uns umso mehr, heute dich hier begrüßen zu dürfen als Fachkraft für ITSEAL. In deinem Beruf hast du zahlreiche Themenpunkte, Schwerpunkte, mit denen du arbeitest. Und dementsprechend möchte ich dich in einem kleinen Warm-up fragen, was sind deine drei Hashtags, mit denen wir dich im Internet finden? Meine drei Hashtags wären Awareness Training, Phishing und ITSEAL GmbH. Julia, kannst du uns verraten, wie du wurdest, was du bist und was für Weiterbildungen du gemacht hast? Und natürlich bist du eine Quereinsteigerin. Wie kam es dazu? Ich denke, wir beginnen, wie ich bei ITSEAL gelandet bin. Ich bin über LinkedIn auf eine Stellenanzeige aufmerksam geworden, die unser Geschäftsführer geschaltet hat. Und schwupps war ich bei ITSEAL angestellt. Spannend auch, denn unsere Fachkräfte bilden wir nämlich selber aus. Wir setzen bloß voraus, dass ein Mensch mit einem Computer umgehen kann und so einigermaßen weiß, wie das Internet funktioniert und welche Gefahren dort lauern. Denn die Feinheiten zu Phishing-Simulationen oder zu Awareness-Training, die kann man von keiner Schulbildung mitbringen, die kann man nicht von einer Ausbildung mitbringen, die müssen wir selber beibringen. Somit bilden wir uns unsere Fachkräfte selber aus. Ergänzend möchte ich dich gerne noch fragen, meinst du deinen Beruf, gibt es tatsächlich noch in 5 Jahren? Auf jeden Fall. Das Internet wächst und gedeiht und die Gefahren im Internet werden auch mannigfaltiger. Ich denke eher, dass in 5 Jahren mein Berufsfeld noch viel, viel ausgeweiteter ist. Das klingt doch nach einer gelungenen Perspektive. Wie sieht dein Joballtag aus? Meine Morgende starten vor allem mit einem Teamcall. Jeden Morgen wird erst einmal ein bisschen Spirit vom Team einfangen und dann gehe ich in meine Kundenbetreuung über. Ich arbeite da sehr autark, ich habe meine zugeordneten Kunden und schaue, gibt es irgendwelche Schwierigkeiten, muss ich irgendwo unterstützen, kann ich irgendwo weitere Hinweise geben, wie die Mitarbeiter näher zum Thema Awareness zu bringen sind. Und so gestalte ich meinen Tag jeden Tag aufs Neue. Warum arbeitest du gerne bei ITSEAL? Ich arbeite gerne bei ITSEAL, weil ITSEAL kein Arbeitgeber ist, sondern eine Familie. Wir haben eine Aufgabe und auf dem Weg, diese zu erfüllen, tun wir einfach alles, was in unserer Macht steht. Wir können uns selber mit einbringen, wir können Ideen einbringen, die werden umgesetzt. Wenn die Idee nicht läuft, dann wird sie halt wieder verworfen. Aber wenn sie läuft, dann wird sie beibehalten und ausgebaut. Wir haben Mitspracherechte, wir haben einen Team Spirit, der seinesgleichen sucht. Ich habe diverse Arbeitgeber schon gehabt, ich möchte nie wieder woanders arbeiten. Liebe Julia, jetzt starten wir in die Entweder-Oder-Fragerunde. Arbeitest du lieber im Homeoffice oder im Büro? Im Homeoffice. Arbeitest du lieber einzeln oder im Team? Absoluter Teamplayer. Strebst du eher die Fach- oder die Führungskarriere an? Führungskarriere. Bist du eher Bauch- oder Kopfmensch? Absoluter Bauchmensch. Bist du die Nachteule oder die Lerche? Die Lerche. Ich liebe es, früh aufzustehen. Und nun Kategorie Nerd. Hand aufs Herz. Bist du ein Nerd? Ich bin ein Geek. Geeks sind Nerds nur cooler. Das war klasse. Vielen Dank dir, Julia. Und dementsprechend möchten wir uns auch bei Ihnen bedanken fürs Zuschauen und ich hoffe, wir haben Ihnen die Perspektive aufgezeigt. Vielen Dank. Thank you.